Wilmomo Logistics GmbH. Wie bereits angesprochen, soll ein System von Loadrunnern die innerbetrieblichen Transporte durchführen. Dabei entstehen unterschiedliche Kräfte, die die hochkomplexen Loadrunner mittels ihrer Technik ausgleichen. Dies geschieht durch die entsprechenden Sensoren und die entsprechende Programmierung völlig automatisch. Doch welche Kräfte wirken auf die Loadrunner überhaupt ein? Und gibt es Kräfte, die gegebenenfalls beeinflussbar sind? Betrachten wir zunächst die Fahrtkräfte. Neben der immer wirkenden Gewichtskraft, hier in Rot, wirkt außerdem eine Zugkraft, hier in Grün. Diese gleicht wie bereits erwähnt der Loadrunner durch sein geschicktes Drehen aus, sodass die Ladung durch die Rückwand fixiert ist. Fährt der Loadrunner zum Schluss gegen die Abgabestation, ändert sich das Ganze. Die Zugkraft wirkt nun nach vorne und wird von der Haftkraft aufgehalten. Die Haftkraft oder auch Haftung ist je nach Bodenbelag unterschiedlich. Kommt die Ladung schlussendlich in Bewegung, wird die Zugkraft kleiner, da die Haftung überwunden wird und die Ladung ins Gleiten gerät. Die sogenannte Gleitkraft wirkt. Doch wie verhält sich die Ladung genau auf den unterschiedlichen Belägen? Und welchen Belag brauchen wir für die Loadrunner? Dafür brauchen wir unsere Projektteams, die dieser Frage auf den Grund gehen. Wilmomo Logistics GmbH.